Hallo zusammen, ich bin's wieder bei den Team 7 und mache heute eine Mod-Vorstellung mit Daniel. Hallo. Ah, hallo. Ja, vielleicht Daniel lassen ist ihn nicht rotieren lassen synchronisiert. fertig. Ja, das macht er gerade schon nebenher. Ich kann schon mal sagen, dass wir den MAN-TGS Agrar BKV01 vorstellen. Was genau das für ein Fahrzeug ist, werdet ihr hier sehen. Das ist der MAN. Und Daniel, ah, da bist du. So, ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Ja. Wir haben bisher eben alles schon mal gemacht. Das heißt, wir kennen die Fahrzeuge schon. Ja, Fangen wir nee. mal an Ich mit kenne auch. Heckhydraulik Sattelplatte. Zack, da kann man das hinten wechseln. Das geht jetzt alles etwas schneller. Fronthydraulik einklappen. Ja. Ausklappen. R ist Reifen wechseln, wobei das ein ganz interessanter Bug ist. Warte, ich steig mal aus. Jetzt wächst. Guck mal, wenn ihr jetzt mal schaut, Daniel hat hinten zwar den Reifen gewechselt, aber an den Rädern wechselt es nicht. Insofern ist er noch nicht Multiplayer-tauglich, der Mod. So, Moped 7 ist Arbeits AS vorne, Arbeitslicht soll das heißen. Wieder aus. Moped 8, Arbeitslicht hinten. Dann springen wir mal ins Cockpit. Cockpit. Ah, da haben wir es. Naja, nicht ganz das detaillierteste. Ja, dafür ist der Truck recht detailliert. Ja. Und wir haben die Heckansicht. Das heißt, es ist auch noch mal ein Zusatz. Dazu haben wir natürlich hier rundum Licht. Normales Licht. Ja. Und so, Das vielleicht können wir gleich Allerwichtigste wieder an ins dem Cockpit. Mod zeigen wir euch jetzt. Ist uns beim ersten Mal aufgefallen, Was? als der werte Tim gebremst hat und ich aus Versehen nicht gebremst habe, weil ich gerade mit der Warte mal Heckansicht kurz. beschäftigt war, Jetzt bin ich in ist. meinem Cockpit. Das ist noch ein kleiner Bug. Und zwar, Daniel, wo bleibst du? Ah, jetzt ist er auch in meinem Cockpit drin. Also, da ist kein Widerstand drin. Naja, fahren wir noch mal ein bisschen. Aha. Mit gut 40 km/h in der Theorie. In der Praxis will er es gerade nicht. Ja, und wir haben natürlich hier, wie heißt's? Die Automatische Geschwindigkeitsabstufung. Blinker. Stimmt, und den Blinker. Das muss man jetzt auch noch mal zeigen. Warum fährst du gerade gegen die Laterne? Das ist ein Hotel, glaube ich. Ja. Nein, du bist gegen den Wagen gefahren. Ja, eben. Und gegen das Hotel. Dann muss man zum Blinker sagen. Man kann den Blinker einstellen. Er macht auch Geräusche. Macht ja, und wenn man abgebogen ist, geht der Blinker wieder aus. Dazu haben wir natürlich Warnblinker, muss man selber wieder ausschalten. Und was wolltest du noch zeigen mit diesem komischen Arbeiten und Schild und so? Ja, wie das aussieht an sich. Und dass man den auch das hinten anhängen kann, dass das nicht irgendein Fake ist. Kauf mal, bitte. Was? Schild und Salzstreuer. Das Schild? Ah ne, stopp, das ist kein Schild. Ist gut, ist Irgendein gut. Schild. Schild. Und Salzstreuer. Salzstreuer. Soll ich mal ankoppeln? Aber beim. Ja, aber ich würde erstmal beim Salzstreuer machen. Mir Ich egal fange mal mit dem eigentlich. Schild an. Ja. Beim Salzstreuer merkt man echt, dass der Modder sich was gedacht hat dabei. Weil wenn man auf die Sattelplatte schaltet, kann man Sattelplatte. nicht ankuppeln, was der Tim am besten zeigen kann, weil er nimmt ja auf. Ja, ich bin jetzt mal auf der. Nein, er schaltet auf die Sattelplatte. Ich bin. Ist es nicht Sattelplatte? Nein, das ist das andere. Ah, Entschuldigung. Ich kenne mich da nicht Jetzt. aus. Ja, wir fahren irgendwie gerade falsch. Du fährst falsch. Nein, du.
Ja, da kann man jetzt nicht ankuppeln. Du bist auch auf der falschen Seite. Na dann. Hör nie. Ist ja gut. Ich wollte nur beweisen, dass man da nicht ankuppeln kann. Und ich glaube, das ist mir erfolgreich gelungen. Wie man sehen kann, ich habe es dran, weil ich den anderen Aufsatz habe, aber bei dem Aufsatz, den der hat, kann man nicht ankoppeln. Und angenommen, er fährt wieder ein Stück nach vorne, Ich wechsle. wechselt den Aufsatz, Jetzt fährt geht's. nach vorne, kann er ankoppeln. Ja, da hat sich wirklich einer was dabei gedacht. Dann holen wir noch einen etwas zum Salz einfüllen vielleicht. Dum, di, dum. Was mir auch aufgefallen ist, Holst du den zum Salz einfüllen? ja, meinetwegen. Da kannst du mir mal zeigen, was mir aufgefallen ist, als ich den schon mal getestet habe im Singleplayer. Und zwar, wenn man auf die Sattelplatte schaltet oder allgemein jetzt hier abkoppelt, da kann man noch einen Anhänger anhängen. Echt? Ja. Dann kannst du noch mal bitte mir einen neuen kaufen und dann noch mal auf na, dann noch einen Anhänger, bitte. Warum? Damit es am besten zeigen kann. Der Mod und ein Anhänger. Nein, ja, genau, den großen vielleicht. Selbst der Bagger ist zuverlässigeres Teil. Selbst wer? Der Bagger. Ach so. Aber ich glaube, du hättest lieber das kleinere Teil kaufen sollen, aber egal. Ich hoffe, du füllst mich jetzt auch gleich auf. Ja, du musst immer deinen Salzstreuer nach unten tun. Echt? Den muss man senken. Ja, sonst geht's nicht. Glaube ich zumindest. Ja, man braucht einen kleinen dafür. Nein, fahr Oder? zurück. Es muss klappen, fahr ein Stückchen zurück. Dann machst du. Du hast es nicht drauf. Sei doch ruhig. Warum geht es jetzt nicht? Es funktioniert doch alles. Nee, bei mir gerade nicht. Was? Da hinten, das Teil ist an sich verstellbar, aber der andere geht nicht mit hoch. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Toll. Gut. Also ich habe es hingekriegt, der Salzstreuer ist voll. Schön. Mal zu. Heben ihn wieder. Ja, okay, das kann ich vergessen. Das klappt nicht. Ey, warum hast du meinen Bei hier? dir hat es nicht geklappt. Ja. Dem anderen. Dann mach mal einen voll. Ich hab doch einen vollen. Es reicht doch einer. Ja, ich will aber meinen auch voll haben. Nein, da steigst du nicht ein. Too late. Ich bann dich. Tschüss. Danke fürs Befüllen. Ups. Mal wieder typisch Daniel, oder? Hat selbst nicht drauf und nutzt die anderen aus. Ja. Vielleicht sollte man das Ganze auch noch senken. Oder auch nicht. Mann.
Ich schicke in der falschen Richtung. Wo ist dein Anhänger, Dingsbums? Kann ich nicht zeigen, weil es nicht klappt mit dem Anhänger. Okay, dann gehen wir mal Salz streuen. Müssen wir eigentlich... Der ist aber aus dem LS übernommen. Gell? Ja. Das sehe ich gleich an der Textur am Reifen. Das ist staubig. Es sind viele Mods aus dem LS übernommen. Ja. Die hat schon die ist auch aus LS. Also, mut mal auf. Maestro hier. Mein Platz. Du warst schon, dass du gerade den Salzstreuer falsch rum hast. Warum hast du deinen Salzstreuer unten, ne? Nein. Nein. Habe ich ihn falsch Schild? Du hast deinen Salzstreuer unten, ne? Ich hab ihn oben. Nein, du hast ihn unten, ne? Ich kann ihn senken, aber er ist oben. Okay. Naja, dann würde ich die Mod-Vorstellung aber mal an dieser Stelle beenden. Und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.